Also es war noch interessant, ich bin von der einen Stadt in die andere in Peru mit dem Taxi gefahren und diese Reise ging etwa 3, 4 Stunden. Es wurde organisiert von meiner Gastfamilie und die hat mir schon im Voraus erzählt, dass dieser Taxichauffeur vor 8 Jahren seine Frau bei der Geburt von seinem zweiten Kind verloren hat und er immer noch sehr im Schmerz ist. Und ich habe mich noch gefragt, warum erzählt sie mir das? Und während dieser langen Taxifahrt hat sich dann ergeben, dass er mir auch seine Geschichte erzählt hat, kurz. Ich habe gemerkt, wie groß sein Schmerz ist. Und wir waren dann auch bei einer Gaststätte kurz anhalten. Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, also ich mache Quantenheilung und wenn er wolle, biete ich ihm das gerne an. Und dann hat er gefragt, ja, was das denn sei. Und dann habe ich es ihm kurz erklärt und er war dann offen und ich habe es dann angewendet. Und ganz am Schluss habe ich dann gesagt, ja, er kann jetzt wieder die Augen öffnen, wenn er mag. Und dann war seine Reaktion wirklich so, was hast du mit mir gemacht? Da habe ich gesagt, ja, nur das, was du mir erlaubt hast, was ich lösen darf. Also es war wirklich faszinierend, weil es hat so, also hat er danach gesagt, es sei das erste Mal nach all diesen Jahren gewesen, wo er jetzt so entspannt sei und der Schmerz weg. Und ich habe ihm dann eine Woche später nochmals geschrieben und ihn gefragt und er ist immer noch so dankbar. Und es war einfach auch ein Geschenk für mich. Und er hatte 2, 3 Tage vorher ein tiefes Loch gehabt und noch gesagt, er hätte so darum gebeten, um ein Zeichen oder um Hilfe. Und ja, das war eine sehr schöne Begegnung. Wow, danke vielmals fürs Teilen. Das macht auch Mut.